Lieben und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Mein Fäktchen 2. Wir haben gestern die Monsterfalle gebaut, also wir sind sie am Bauen und haben da so ziemlich coole Sachen gefunden in dem Raum. Und deswegen gehen wir auch direkt nochmal zurück dahin, weil unter dem Spawner war noch eine Kiste, die will ich unbedingt noch haben. Weil wir hatten zum Beispiel schon ein Mini-Herz gefunden gestern, ein Unendlichkeits-Orb, was auch immer man damit machen kann. Es sind Sachen, die in Kisten waren. Hier können wir mal reingucken. Das hier habe ich alles gefunden in den Kisten. Und genau, hier war ich gerade dran. Und zwar am Ausleuchten tatsächlich. Weil irgendwie spawnen die Penner immer noch. Und ich möchte nicht mehr, dass sie das spawnen, weil... ich es nicht möchte. Und wieso spawnt ihr da, ihr Blödköpfe? Könnt ihr mir das mal sagen? Geh mal weg da. Du blödes Arsch. So. Haben wir das schon mal zu, da? Die Wand? Weil die war ja irgendwie schon mal... Da hinten kommt die immer... Ach, guck mal, da hinten ist so ein Raum. Guck mal. Ach, schau an. Jetzt weiß ich, wo ihr herkommt, ihr Arschgeigen. Ach, Tatsache. Mal die Penner, hä? Mach mal die Mücke jetzt. Hallo, ich möchte da einen Stein platzieren. Aber wenn du da drauf stehst, geht das nicht. Stirb. Verreckt doch alle. Ihr bösen Zombies. Du da mit deiner Schippe, du kannst auch nicht mehr anrichten. Du böser Bube. So, nein, immer noch nicht. Geht doch da weg. Ich möchte euch doch nichts Böses. Okay, vielleicht doch, aber wenn ihr mich nicht lasst, ihr blöd Ärsche, dann mache ich das halt so rum. Das ist mir doch einfach auch egal. Hauptsache, ihr Arschgeigen kommt da nicht mehr durch. So. Dann machen wir das halt so. Wenn ihr so blöd seid und mich nicht lasst, das machen, was ich machen möchte. So, dann gehen wir am besten an der Seite hier runter. Und ich hoffe jetzt einfach, dass dieser Raum safe ist, weil sonst bin ich gearscht. Okay. Ich halte erstmal safe zu sein. Puh, okay, die Kiste habe ich leer gemacht. Jetzt ist da drunter ja noch eine Kiste. Ach, siehst du, dafür muss ich den Spawner abbauen. So ein Scheiß. Dann haben wir aber keine Monsterfalle mehr. Das ist natürlich jetzt tricky. Oh, das ist ja jetzt gemein. Na gut, wir wissen aber auf jeden Fall, ich mache das mal lieber hier nochmal so. Weil ich habe ja ein bisschen hier... Wobei, da hinten scheinen ja auch noch Zombies zu spawnen, reichlich. Und, da, genau. Vielleicht ist da ja noch ein Spawner irgendwie. Da irgendwie noch was Interessantes? Kann man das mal gucken? Da noch ein Spawner da hinten? Man weiß es nicht. Ich habe eine Kartoffel bekommen. Und diese Level sollen jetzt alle zu mir kommen. Okay, die Monster scheinen aber auf jeden Fall... Komm zu mir, Levelchen. Gut, auf jeden Fall da noch zu funktionieren, deswegen baue ich den jetzt einfach ab. Mein Gott.
Erschaffe Silberfische. Okay. Das ist natürlich nice. So, jetzt bauen wir uns hier wieder hoch. Dann war es das jetzt auch mit Monsterfalle. Gut, da hinten im Raum könnte man dann noch gegebenenfalls als Monsterfalle nutzen. Ja, ja, wir bringen erstmal unsere Sachen jetzt safe weg. Mein Miniaturherz hier. Ich habe ja eigentlich so ziemlich viel gekriegt, sage ich jetzt mal. Ich baue mal das Schild ab, weil das brauchen wir jetzt nicht mehr. Das heften wir jetzt einfach mal hier dran. Mit Monsterfalle. 56 Zombie vielleicht. Uiuiui. Uiuiui. Haben wir ganz schön draufgehauen. So, dann gehen wir mal zurück. Erschaffe Silberfische. Was will ich hier mit Silberfischen? Die sind doch böse. Wobei, so im Kampf einfach so Silberfische auf einen zu hetzen, ist schon nice, ne? Ist natürlich dann die Gefahr, ob die nicht vielleicht dann eher auf einen draufgehen. Also selber auf einen draufgehen. So, ich glaube, dass hier so oder so an dem Gang noch ein paar Monsterfallen sind, die wir machen könnten. Deswegen ist es, glaube ich, jetzt gar nicht so schlimm, dass wir das da abgebaut haben. Mein Gott. Ist die Luft rein? Die Luft ist rein. Sieht gut aus. Dann gucken wir mal, dass wir mal unsere Sachen jetzt mal hochschleppen. Nee, das war nicht unsere. Der Trank da, der war uns. Aber das brauche ich jetzt nicht. Blaue Topaz brauche ich jetzt auch nicht. Da war mein Eisenhelm noch. Und meine Schippe. Und den Rest packen wir jetzt erstmal zu mir hoch. In mein Trüchchen. Plupp. Wir haben nämlich auch tatsächlich jetzt 12 Level und können gleich mal gucken, ob wir noch ein paar Bücher verzaubern. Ich brauche nämlich unbedingt Soulbound, um meine Rüstung dann endlich mal machen zu können, sage ich jetzt mal. Also es ist schon nervig, immer hoch zu müssen. Aber es ist halt sicher, ne? So, ich wollte mir tatsächlich noch zwei neue Kisten machen. Weil die eine wird ja allmählich ein bisschen zu klein. Dann können wir nämlich hier mal einen ganzen anderen Stuff reinpacken. Schallplatten, okay. Zweimal die gleiche wahrscheinlich. Oh, wie langweilig. Dieses Herz. Silberfischchen. Standardbindemittel. Crystallus. Okay. Was auch immer das ist für ein Zeug. Aquaring des Lehrlings. Aquareduktion 1%. Das können wir bestimmt gut für unser Zauberkram. Shiny Bubble. Unendlichkeitsorb. Für unser Dings gebrauchen. So, da ist mein Helm. Hier sind noch so Goldmünzen. Die Kartoffeln. Ah, mein Namensschild. Die Kartoffeln will ich. Eine Lederjacke. Was will ich damit? Wie denn damit? Block of Jasper. Was auch immer man damit machen kann, tatsächlich. Man weiß es nicht. Ja, guck mal, da habe ich sogar noch mal eine Enderperle. Dann kann man das Zeug ja jetzt endlich mal darüber packen. Und das zu meinem anderen Kram legen. Das ist nämlich mein Badaboom-Zauber. Jetzt habe ich schon zwei Enderperlen. Das ist ganz nice eigentlich. Guck mal, hier habe ich noch eine Leine. Das Ganze, den Schüssel mal rüberpacken. Okay, die Kartoffel gehen wir unten noch anpflanzen. Weil nämlich... Hey, wo ist meine Karotte? Oder wird es gerade dunkel? Nee, wird es nicht. Deswegen gehen wir nochmal runter. Aber ich habe eben gesehen, dass da dieser Rippetfisch drin war.
Deswegen ist es jetzt gar nicht mal so schlau, da runter zu springen. Nicht, dass er mich aufsnackt. Ich weiß nicht, wie diese Viecher drauf sind. Oh, na gut. Passt. Bin ich halt ein bisschen gefallen. So, ich wollte die Kartoffel anpflanzen, tatsächlich. Ist hier noch Platz? Da ist doch Platz für ein Kartoffelchen, genau. So. Und dann hatten wir doch hier irgendwo noch Bücher. Guck mal, dann packe ich mal den anderen Kram, der hier drin ist. Das ist nämlich eine Bücherkiste. Mal hier rüber. In eine neue Kiste. Hey! So. Das ist mein Sandstein. Packen wir den ganzen Kack mal hier rüber. So. Gut, dann holen uns mal die Bücher. Ist nur die Frage, wo die waren. Da, 60 Bücher. Zaubern hier mal so ein bisschen rum. Ich muss auf 1 verzaubern. Stärke. Ich brauche Soulbound, Mann. Effizienz. Gut, es ist jetzt nicht schlimm, wenn da was rauskommt, was wir... Schutz. Ich meine, wir können die Bücher ja eh gebrauchen. Stärke. 8 Stück kann ich noch machen. Mal das unter Schutz. Oh Mann, ich krieg einfach, ich habe jetzt schon diese ganze Kiste da verzaubert und krieg einfach kein Soulbound, ne? Nur so ein Schüssel hier. Gibt's doch nicht. Nein. Schärfe. Och Mann. Wenn ich das lesen könnte, was da steht. Gib mir Soulbound, los! Gib's mir! Mann! Letzte Chance. 1, 2 oder 3. Ja, als ob... Wow! Als ob ich jetzt tatsächlich mit dem letzten Buch Soulbound bekommen habe. Da ist es. Es lebt. Gut, packen wir das mal schnell weg hier. Den anderen Chisel. Ist halt die Frage, wie wir da jetzt hochkommen zu mir. Noch sehe ich keinen Mob. Deswegen Geronimo. Schnell, schnell, schnell. Ganz schnell. Denn, wie gesagt, hier unten laufen ziemlich viele Looter rum. Und mit denen möchte ich mich tatsächlich nicht anfreunden. Oh, ich habe endlich ein Soulbound-Buch. Endlich. Es war einfach diese letzte Chance jetzt und ich habe das Richtige angeklickt. What the fuck, ey. Richtig gut. Direkt mal hier reinpacken, damit ich das nicht schon wieder... Oh, endlich. Das gibt's doch nicht. Endlich Soulbound. Gut, jetzt ist es natürlich dunkel und ich habe auch nur noch eine Minute. Und deswegen beende ich die Folge jetzt, indem ich mich hinlege. Und damit sage, dass das auch schon war für die Folge. Wenn es euch gefallen hat, hör auch noch keiner drin im Nether, ne? Wenn es euch gefallen hat, guckt doch auch auf jeden Fall mal bei den anderen vorbei. Ich lock mich auf dem Weg erstmal aus. Und genau, morgen geht es ganz normal weiter. Dann werde ich mal gucken, dass ich noch ein paar Level kriege da hinten in der, an der Monsterfalle, die jetzt keine Monsterfalle mehr ist, ja gut. Aber dass ich gucke, dass ich da noch ein bisschen was kriege. Ich glaube, um Soulbound zu dingsen, braucht man 6 Level. Je nachdem, was auf dem Schwert schon, wenn schon was auf dem Schwert drauf ist. Und ich muss mal gucken, dass ich mir mein Eisenschwert jetzt weiter verzaubere. Oder ob es Sinn macht, erstmal tatsächlich, dass ich mir so ein Metroidenschwert mache. Weil das ist, glaube ich, ein bisschen besser wie Eisen. Aber ein bisschen schlechter wie Dia tatsächlich. Und da wir ja Dia-Mangel haben, will ich natürlich gucken, dass ich dieses Metroiden-Ding da kriege. Schwert kriege. Und dass wir so ein
Enchantment Table bauen, dass wir die Verzauberungen, die jetzt schon auf meinem aktuellen Eisenschwert sind, da runterholen können und dann auf dieses neue Schwert machen können. Aber ich brauche Unmengen an Level. Also die nächsten paar Folgen sind wirklich erstmal damit zusammengebunden, dass ich erstmal Level sammle und dass wir so ein bisschen die Gegend erkunden. Und dann würde ich sagen, morgen geht's ganz normal weiter. Tschüss!